Teil kann ich genauso viel sagen wie der Herr Barke in 5 Minuten, weil in ihrer also zunächst mal das Muster am Schluss eine Debatte dann sozusagen mit wohlfeilen, ruhigen Worten zu beenden, ohne konkrete Aussagen zu treffen, das kennen wir jetzt aus vielen Debatten. Ich hätte mir in diesem Bereich mehr erhofft. Sie verlassen genau den Weg, den gemeinsam CDU, CSU und SPD 2019 begonnen haben. 2019 wurde gesagt, es gibt Fristen, lange Übergangsfristen, zum Beispiel bis 2026, was Öl- und Gasheizungen betrifft. Und jetzt machen Sie ein halbes Jahr, bevor es losgeht, andere Maßnahmen. Ich stelle auch fest, was Sie nicht gesagt haben. Sie haben eben weder als Bauminister Joost noch als Energieminister Barke heute das angekündigt, was im Wahlprogramm der SPD steht. Ich bleibe dabei. Sie haben im Bereich Wärme ein Förderprogramm für das Saarland versprochen. Setzen Sie das auf. Und insofern, es hat sich leider in der Debatte wenig Neues ergeben. Ich setze trotzdem darauf, dass die SPD Saar mit allen Abgeordneten eben nicht nur für einen vielstimmigen Chor sorgt, sondern konkret handelt. Vielen Dank.